Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Story of Seasons A Wonderful Life. Ich bin euer Basti, schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, auch hier geht es endlich weiter. Wenn ich noch wüsste, was genau wir machen müssen. Heute ist der 4., morgen ist der 5., da ist ein Fest. Ich würde sagen, komm, wir kümmern uns erstmal um unsere Tierchen, lassen die alle raus und dann sehen wir weiter. Und wir können ernten. Wir können auf jeden Fall was ernten. Das gibt auf jeden Fall... Warte mal, ich kann ja mit der Sichel kann ich ernten, ja. Genau, das wurde mir ja gesagt. Jetzt kann ich das ja natürlich endlich ausprobieren, ja. So, haben wir noch irgendwas, was noch erntbar ist? Oder ist das andere alles? Spießkraut, ja, das nehme ich mit. Haben wir denn eigentlich noch in unserem Rucksack was für einen Winter? Wächst vom Winter bis Sommer. Winter bis Sommer, Winter bis Sommer, Winter bis Sommer. Und das wächst Winter bis Frühling. Also das hier unten ist alles was wir anpflanzen. Ne, Moment. So, das ist das alles, was wir hier anpflanzen können. So. Sehr gut, dann würde ich sagen, einmal die beiden dort rein. Dann geht's weiter mit dreimal die. Wir werden, glaube ich, alles los diesmal. So. Und, oh, wir haben sogar 6 von den Früchten. Sehr schön. Dann noch die 2 hier hin und dann müssten wir eigentlich alle Felder bestellt haben. So, dann brauchen wir natürlich wieder... Okay, Moment. Einiges ist schon gegossen. So, bei dem Rest brauche ich nicht gießen. Wunderbar. Ja, Gießkanne möchte ich auffüllen. Warum füllst du die nicht auf? Egal, weil wir können hier weiter ernten. Da gibt es auf jeden Fall richtig schön Geld. So, die Erdbeeren hier sind alle, die sind alle erntebereit. Wunderbar. So, und dann können wir nämlich gleich Kartoffeln sehen. So, Kartoffeln haben wir ja 100... Da haben wir ja genug gekauft, ne? Mal sehen, ob wir das an alles dann hier gießen müssen noch. So. Wunderbar. Das wird ein ertragreicher Tag, denke ich mal. Unsere Süße kann natürlich mitgießen. Das wäre natürlich... Warte mal, das muss ich gar nicht gießen hier. Aber das ist auch nicht erntebereit. Naja gut, ist nicht so schlimm. Wir haben alles das, was wir wollten und das, was wir verkaufen können. Jetzt kann man natürlich mal schauen, ob wir vielleicht noch ein paar Eierchen bekommen. Erstmal müssen wir natürlich unsere Kühe noch auf der Weide lassen. Vielleicht gibt es ein bisschen Wolle. Ich weiß es nicht, wie gut die... nee, du bist noch nicht bereit. Du bist auch nicht bereit und unsere andere Kuh, die kriegt ja ein Baby, ne? Unsere andere Kuh kriegt ja... das ist ein goldenes Ei. Sehr schön. Unseren Bullen. Ja gut, an den könnt ihr mich mal ankuscheln ein bisschen. Unser Pferdchen pennt natürlich wieder. Großartig. Okay, wie viel haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal Futter brauchen wir. So, das nehmen wir mit und packen das natürlich gleich hier rein, damit unsere Tierchen richtig schön... ja... So, warte mal. Darüber. Und da rein. Ah, Moment, dich möchte ich noch knuddeln. Und dann möchte ich den Rest verkaufen. Mal sehen, wie viel es dafür gibt. Warte mal, das kann ich verkaufen. 59 haben wir da. Okay, 6000. Warte mal. Die hier, das ist eine Erdrotte. Na, die behalten wir mal lieber, die Erdrotte. Das können wir eh nicht verkaufen. Ja, das Ei können wir verkaufen. Bäume wachsen ja im Winter sowieso nicht. Da haben wir keine Chance. Mal schauen, ob wir schon eine Erdrotte haben. Ich weiß es nicht. Bei einem müssen wir auf jeden Fall aufheben. Haben wir schon sowas?
Wir haben eine. Nee, so eine Erdrotte hat man nämlich noch nicht. Aber wir können immer noch nicht das eingelegte Gemüse machen. Da brauchen wir, glaube ich, so eine komische. Schnelles eingelegtes. Nee, da braucht man das. Wir brauchen das. Da brauchen wir so ein komisches anderes Ding dafür. Ne? Eine Warrotte brauchen wir da. Schlecht. Aber egal. Wir haben auf jeden Fall wieder ein bisschen Geld gemacht. Ich könnte mir schon so viele Sachen kaufen eigentlich. Aber ich möchte halt sparen, dass wir den... was ist denn hier eigentlich? Hier ist gar nicht. Dass wir den Schuppen uns leisten können. Der kostet halt 150.000. Ne? Das ist halt richtig teuer. Aber wir könnten uns wahrscheinlich noch ein neues Rezept holen. Blumen sind ja, glaube ich, sowieso keine da. Aber unser Kollege ist ja da. Den können wir auf jeden Fall einen Fisch. Den können wir auf jeden Fall einen Fisch geben, da unseren Yeti. Wenn der uns liebt, vielleicht passiert dann irgendwas Besonderes. Wir lassen uns überraschen. Komm schon, beiß an. Das ist bestimmt so ein Wagasaki-Typ hier. Prost. Na komm, beiß an. Beiß an. Ja, geht doch. Ich gebe dich eh gleich wieder weg. Also, außer das ist irgendwas Besonderes, ne? Nee, das ist ein kleiner. So, wo ist denn unser Yeti? Hier, guck mal, ich habe was für dich. Zeigen. Mofa? Ja, nimm nur. Mofa. Ja. Kannst du essen. So, dann schnabbeln wir hier uns so einen schönen Pilz, damit wir klein werden, zu den Kobolden gehen können. Und wenn wir Glück haben, ein neues Rezept. Soll ich dir ein neues Rezept verraten? Das habe ich selbst gerade erst gelernt. Rezept für Traurangenpunsch gelernt. Okay. Sehr gut, haben wir das auch abgeklappert. Und ich denke mal, dann sind wir eigentlich schon wieder fast durch für den Tag heute. Ja, im Winter kann man halt nicht so viel machen, außer vielleicht dann sogar sagen, wir buddeln ein bisschen. Nächstes Jahr erweitert sich vielleicht das Ganze auch noch. Müssen wir mal schauen. So, hast du was hier für uns? Ja, ich möchte... Ja, komm, wir legen los. Ich möchte buddeln. So, haben wir hier irgendwas? Hier sehen wir zum Beispiel schon was. Hat sogar gleich beim ersten Mal geklappt. Sehr schön. Und das ist eine alte Münze. Na gut, diese ist halt nur zum Verkaufen da, ne? Die alte Münze. Aber ganz rechts daneben ist definitiv auch irgendwas, was wir ausbuddeln können. Na, ich glaube, doch, da ist auch noch was. Okay. Dann kriegen wir auf jeden Fall ein paar Sachen, die wir dann bei Was oder Waren verkaufen können. Edelstein, ja. Edelstein ist auch nicht schlecht. Ich denke mal, die werden die Mine auf jeden Fall noch erweitern. Wenn wir ins nächste Jahr kommen. Und irgendwann werden wir, glaube ich, alt und dann kann man das Spiel als Endlosspiel halt fortsetzen. Aber ich denke mal, dann werden wir auch das beenden, weil dann kann man hier nichts weiter. Kann man hier nichts weiter machen. Oh Mann, ey, die stehen immer im Weg. Das ist echt nervig hier. Das haben sie nicht gut gelöst, muss ich sagen. Dass man da dann immer auf die warten muss. Komm, hol mal die alte Münze raus. Ich sehe schon, da hinten ist auch noch was. Ja, so eine alte Münze ist... Ah, doch, eine alte Münze, ja. So, dann müssen wir gleich hier noch ein bisschen buddeln. Wir müssten eigentlich mehr aufbuddeln. Aber das ist halt auch immer so zeitaufwendig, das ganze Buddeln da. Ah, noch ein Edelstein, sehr schön. Die bringen, denke ich mal, von den Sachen... Am meisten Geld? Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. So, hast du da was? Jawohl, da ist auch noch was. Das sieht man so an diesen kleinen Splittern, die da unten sind. Das könnte sogar ein Edelstein sein, weil das diese Dreier-Kombi da ist. Nee, ein altes Fossil noch. Okay. Komm, einmal buddeln wir noch. Aber ich bin mir nicht sicher, ob bei zwei nebeneinander... man da was finden kann. Ja, kann man. Okay. Man kann vielleicht überall was finden, wenn man genug buddelt. Na komm, buddle hin. Da haben wir es. Ach, so eine olle Figur. Okay.
Mag keiner, glaube ich. Obwohl, man weiß es nicht. Für irgendjemanden sind die wahrscheinlich auch gut. Du latschst wieder am Weg rum. Also hier haben wir jetzt diesmal nichts gefunden, ne? Nee, gut, dann gehe ich wieder. Ja, ich bin fertig für heute. Ich möchte noch ein bisschen in der Weltgeschichte rumlaufen, weil das, was ich gefunden habe, das ist sowieso nichts für dich. Das verkaufe ich auch. Ja, schau mal, ich habe einen wunderschönen. Ja, sieht doch aus wie du, oder? Ah, das ist nichts, was ich gebrauchen kann. Komm beim nächsten Mal wieder. Ist ja gut, meine Güte. Okay, man könnte natürlich jetzt auch das Pferdchen holen. Da könnte man ein bisschen schneller laufen, aber. So, das Spießkraut nehmen wir noch mit. Pui sitzt nicht da, damit wir ein Geld spenden können. Kann natürlich auch sein, dass er am Wasser sitzt. Kann natürlich auch sein, dass er am Wasser sitzt diesmal. Wir haben ihn ja schon am Strand sitzen sehen, ne? Das kann natürlich auch ein Indiz sein, wenn er jetzt am Strand sitzt, dass er seiner Kokosnussinsel da immer näher kommt. Wo war denn der Strand? Der war auf der anderen Seite da drüben, ne? Also hier auf der Brücke, wie gesagt, sitzt er ja nicht mehr. Neue Aufträge haben wir auch nicht. Muss halt echt mal schauen, ob er jetzt da am Wasser sitzt. Aber so wie ich das sehe, sitzt er heute dann nicht da. Ah, die Schildkröte steht auch nur sinnlos darum. Keine Ahnung, was man mit der machen kann. Aber hier vorne gibt es ein paar Blümchen. Sehr schön. Haben wir die schon? Ja. Die haben wir schon. Blümchen sind eigentlich nur da, um die zu verkaufen, muss ich sagen. Ja, damit kann man dann doch ein bisschen Geld machen. Ah, der Arzt, der rennt auch hier rum. Hast du irgendwas zu erzählen? Na, ist irgendwas? Die Zwillinge kommen gut miteinander aus. Was man bei ihren entgegengesetzten Persönlichkeiten gar nicht mag oder verstehen kann. Ja, macht da wieder mal ein schönes Feuerwerk. Ach, du bist das Taschen. Puh, Zeit für eine Pause. Okay. So, wollen wir mal zur Oma gehen von unserer Süßen? Da ist ja auch noch ein Schuppen, wo man noch nicht reinkommt. Ich bin mir nicht sicher, ob man da irgendwann mal reinkommt. Ah, die ist sogar gerade draußen. So, kann ich irgendwas einsammeln? Auf der Seite nichts, auf der Seite nichts. Komm, ich möchte mit dir reden, bevor du reingehst. Na, Schätzchen, guten Tag. Ah, Mama sich mal ab und zu die Beine vertreten, wa? Ah, die Jahreszeit tut mir oft meine Beine weh. Kann ich ja nichts für. Wenn dir deine Beinchen wehtun. Ich könnte natürlich noch mal ein paar Kartoffeln kaufen. Aber Kartoffeln bringen nicht so viel. Obwohl, wir könnten schon für den Frühling vorsorgen. Frühling. Die wachsen nur im Herbst. Okay. Sommer, Frühling bis Sommer. Sommer, Frühling, Frühling. Herbst und Winter. Oh, die hätten wir auch noch hier die Karotten einsammeln können. Herbst bis Frühling. Und Erdbeeren hätten wir. Die wachsen nur im Winter. Na, die brauchen wir dann nicht mehr einpflanzen. Die wachsen nur im Herbst. Und Tomaten sind Frühling bis Herbst. Sommer, Frühling, Sommer. Machen wir das mal Frühling, Sommer, Sommer. Frühling, Frühling, Frühling. Packt man. Na gut, warte mal, eigentlich müssten wir das umpacken. Frühling und das hier ist alles Sommer und das ist Herbst und Winter. Okay. Alles klar. Moment, wo bin ich denn jetzt? Ach, hier bin ich. Okay. Jetzt habe ich total die Orientierung verloren. Wir gehen zu. Na, Kollege, heute gar nicht laufen mit deinem Papa? Wollen wir hier reinschauen, ob sich hier irgendwas getan hat? Aber ich glaube nicht, ne? Moin. Na, Chris? Ah, du bist es hier, Silke. Was für ein Zufall. Mir liegt der Ort sehr am Herzen. Dir auch? Ja, geht so. Hi, willkommen, Silke. Immer schön, dich zu sehen. In der Stadt werden alle möglichen seltenen Lebensmittel verkauft. Zum Beispiel Berge von Kratzeis mit Honig. Oh, und ich habe sogar geröstete Frösche und Grillen gesehen. Hey, nicht ablehnen, ohne probiert zu haben. Ja, Grillen ist in Ordnung. Also, ich habe auch schon Grashüpfer gegessen. Gegrillt natürlich. Voll lecker. Kann ich nur jedem empfehlen, der Erdnüsse mag, weil die schmecken wie Erdnüsse.
So, haben wir hier schon was drinnen? Nee, nicht wirklich. Dann kann das aber alles hier rein, weil das ist ja dann zum Verkaufen da. Dann können wir uns unser Geld abholen. Wie viel haben wir denn? 1600 nur. Okay, ist jetzt nicht so der Welt. Vielleicht gibt es ja noch das ein oder andere Ei. Und dort hinten sind noch mal Erdbeeren fertig, habe ich gesehen. Eigentlich müsste ich euch ja dann wieder reinschaffen, ne? Ah ja, du hast noch ein Ei, sehr schön. Nee, ich will dein Ei haben. Will ich nämlich noch verkaufen. So, und dann können wir eigentlich mit der Sense hier mal wieder ein bisschen Futter uns beschaffen. Oh, nicht, dass ich meine Tiere da jetzt platt mache, ne? Das wäre nicht so gut. So, hier sind auch nochmal Erdbeeren. Und da kann ich dann auf jeden Fall gleich nochmal Erdbeeren anpflanzen. So, gießen muss ich ja, denke ich mal, nicht, oder? Oh doch, es ist wieder Zeit zum Gießen. Ich bräuchte theoretisch gesehen auch Dünger, ne? Hallo, ich wollte gießen. Ich bräuchte eigentlich auch wieder mal Dünger, damit wir bessere Pflanzen hier rauskriegen. Das muss eigentlich alles gegossen werden hier, ne? Da kann ich sogar noch was anpflanzen. Da ist nämlich noch was frei gewesen, habe ich gerade gesehen. Das hier unten habe ich alles und ich habe aber nicht mehr so viel Energie jetzt. Okay, das war's schon mit der Energie jetzt eigentlich. Warte mal, vielleicht könnte ich dich noch gießen. Ich werde erstmal meine Tierchen wieder reinlassen. Na, vielleicht ist morgen ja wieder was weg. Aber was weg? Was fertig? Wir haben auf jeden Fall einiges an Geld wieder bekommen. Die Erdbeeren waren auf jeden Fall richtig, richtig gut. So, machen wir die Eier gleich noch. Die vier Erdbeeren noch. Ja, sind wir bei 7,3. Sieht doch ganz gut aus. Sieht eigentlich ganz gut aus. Aber wie gesagt, Bäume brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht probieren. Und dann sind wir eigentlich durch für den Tag heute. Morgen ist dann das Fest. Da muss ich nochmal schauen, wann genau das ist. Nicht, dass ich das verpasse. Sternenlichtkonzert. 18 bis 23 Uhr bei Gustavas Jurte. Okay, wird bei schlechtem Wetter abgesagt. Das wollen wir ja nicht, dass es abgesagt wird bei schlechten Wörtern. So, unsere kleine Mia ist auch da. So, das kommt noch hier rein. Und wir können ein bisschen knuddeln mit dir. Ja, du willst hoch. Ja, komm. Mama Silke, hallo. Okay, absetzen. Ah, ich bin bei Mama Silke. Ja, du. Warte mal, wir könnten uns natürlich auch einmal hier ganz kurz erholen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Schön duschen, oh, unseren Körper einreiben. So, dann haben wir nämlich wieder ein bisschen Energie. Dann können wir sogar noch ein bisschen gießen gehen. Werden natürlich nicht alles schaffen, aber wir werden es versuchen. Immer schön die Reihenfolge hier und am besten hier das, was wir hier neu gepflanzt haben. Das ist natürlich meine Gießkanne leer, großartig. So. Dann kriegt man morgen vielleicht, wenn wir Glück haben, den Rest gegossen. So, jetzt dürfen wir aber nichts mehr machen, weil sonst kippt man nämlich um. Wir müssen jetzt ins Bettchen und dann ist die Folge vorbei. Vielleicht haben wir auch Glück, dass die neue Kuh geboren wird, unser Kälbchen. Kalbsfleisch. Nee, nichts mit Kalbsfleisch. So, einmal schlafen gehen und dann schauen wir mal, ob was passiert. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, euer Basti. Tschüssi. Nee, passiert nichts. Also, bis morgen. Ciao, ciao.